Love makes you shout. Happy welcome! Yeah! Whoa! Welcome. We're setting it very high. Okay. Happy welcome to the Yellow Jacket session number four! Wow! I know. Viele Leute zu Hause denken, dass wir das gescriptet, aber das ist nicht gescriptet. Das ist echt. Jetzt und now. Richtig. Ich habe eine Eingebung. Irgendwie ist mir heute so nach Liebe zumute. Dann hole ich dich jemand. Yay! Let's go. Well, I'm lost in sound as I lay my head. I'm a thousand miles from this home we've made. Yeah, I heard your words as the call came true from that house of cards that I share with you. And I believe we both decide to take a stand or run and hide. And if you disagree, well, I'm a fool. And I always have too much to say. And lucidly I found my way, but it serves me well, 'cause I found you. And I won't let go of the heart I know. See your smile and an open door as you wait for me and my return. With my feet here on this foreign soil, you know I walked those thousand miles so you and I, we could be. I've been together now. Oh my love, 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 we could be. I've been together now. Starten. Der Tag kann nur gut sein. Wir haben unglaubliche Gäste in dieser Saison. Ja, ich freue mich schon sehr. Ja. Wir haben wieder eine Doppelsession, wo wir zwei Gäste haben. Und ja, ich freue mich wirklich auf jeden Einzelnen. Aber zwei verschiedene Welten. Ich habe wirklich ganz, ganz oft in den Folgen, die wir bis jetzt gedreht haben, richtig Gänsehaut bekommen. Und ich will das wieder. Machst du wieder? Ich bin eine Gänsehautmacher. Machst du mir eine Gänsehaut? Ich mach dir... Zweimal Gänsehaut, bitte! Zweimal Gänsehaut, bitte! Zweimal Gänsehaut, bitte! Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you
can sharpen your knife. Offer me that death is dead. Good God, let me give you my life. Take me to church. Ladies and gentlemen, please welcome to the Yellow Jacket Sessions, the one, the only, an Irishman like myself, Mr. Michael Patrick Kelly. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins. You can sharpen your knife. Offer me that death is dead. Good God, wanna give you my life. Take me to church. Loved it. Vielen Dank für diese Einladung, hier mit euch abzuhängen, Musik zu machen in einer Zeit, wo das ja kaum stattfindet. Das ist wie Balsam für die Seele. Absolut. Und für uns auch. Also ich merke halt, wie viel es mir fehlt. Deswegen hat er mich hier benutzt. Ja? Ich bin quasi das Publikum und wurde hierher gedrängt, um zu tanzen und zu cheeren. Ja, aber du bist, es war so, dass wir die Yellow Jacket Summer Sessions angekündigt haben. Und das Erste, was Allen geschrieben hat, aber ist Joe dabei. Ah, weil das Joe! Good girl! Ist er nur, weil ich lustige Einhornkostüme ab und zu mal trage. Und ich mag halt einfach gerne die cringy Kostüme. Das ist die unsexieste Ding, die du ansehen kannst. Diese Einhorn, ohne Shit, als ich das gesehen habe, habe ich echt überlegt, in die Kirche einzusteigen. Also so als Priester. Er hat gesagt, okay, das war's mit dir. Geh du zu deinem Einhorn, zu deiner Einhornherde. Ich kenne ein gutes Kloster in Frankreich. So, aber wir mussten das ansprechen. Ich sage jetzt ganz ehrlich, also von die materialistischen Sachen, die man im Leben hat, was hat dir zuerst gefehlt, als du im Kloster warst? Es war die Musik. Ja? Es war wirklich die Musik, ja. Ja. Hast du kein Musik gemacht? Ich habe die ersten 3 Monate kein Stück Musik gemacht. Und dann hat einer der älteren Mönche gefragt, sag mal, fehlt dir das nicht? Und ich sage, und wie? Und dann sage ich, ja, dann schnapp dir doch eine Gitarre und sonntags hast du ja Zeit, da ist ja kein Programm. Also nachmittags gab es Sonntag immer so 4, 5 freie Stunden. Und, ja. Und dann habe ich tatsächlich dann irgendwo eine Gitarre gefunden und habe dann im Klosterkeller dann einfach so für mich Musik gemacht. Das war schön, weil ich hatte bis vor ein paar Jahren davor ein bisschen so die Leidenschaft für Musik verloren. Ja. Und da ist es mir sozusagen wiedergegeben worden, wie eine Wiedergeburt des Musikers. Ja. Und das ist, ja. Ist es nicht crazy, dass du jetzt sogar mehr erfolgreich als je zuvor, irgendwie so, dass man diesen Schnitt machen muss, um dann zurückzukommen mit einer ganz anderen Sicht als vorher? Als ich das gehört habe, dass du 3 Jahre im Kloster warst, ich fand es bei mir total Sinn gemacht. Ich habe nur 1 Woche bei Ayurveda aber ich weiß. Und du bist immer noch der gleiche, right? Und die letzten zwei Tage hat er angerufen: Hol mich ab, Baby. Hol mich ab. Ich kann diese Massage nicht mehr aufstehen. Ey, synchronized Massage von 2 Typen, das war für mich ein bisschen scary. Ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte in mein Papierunterhose. Leute, ich glaube nicht, dass das für mich ist. Aber ich habe das schon verstanden. Vor allem, da gibt es ganz viele junge Musiker, die das nicht geschafft haben, zu wachsen. Ja, also mein letztes Album heißt ja ID für Identität. Und ich glaube, das war immer eine große Frage in meinem Leben. So, who am I? Ne? Ja. Wer bin ich? Und nicht, was sagt die Welt, wer ich bin? Was sagt meine Familie oder meine Freunde oder mein Beruf? Und dieses wirklich so tief reinzugehen. Ich meine, du bist ja auch ein spiritueller Typ. Und das ist, glaube ich, wichtig für einen, vor allem als Künstler, weil du bist ja sehr viel in der Fantasie, sehr viel in der Kreation. Und ID steht auch für In Development. Also für mich ist es wichtig, dass man als... Das ist echt super schlau, ja. Die Initialen für In Development. Und dieses, also einerseits sich finden, aber in dem Gefunden auch zu wachsen. Mein Vater hat einmal gesagt, keep your spirit free. Und immer, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin eingeengt oder keine Ahnung, irgendwas, ich kann nicht wirklich frei sein, dann kommt Dynamit. Ja. Und manchmal heißt das, okay, ich bin weg. Oder ich mache jetzt vielleicht etwas, was alle nicht erwarten. Oder
Ich habe sehr oft Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die komplett gegen die Erwartungen gehen, auch oft gegen Kommerzialität, also auch auf meinen ursprünglichen Namen Michael Patrick zurückzugehen, ist überhaupt nicht kommerziell. Also jeder oder viele kannten Patty Kelly. So. Mhm. Ich sage, nein, das ist mein Spitzname oder es ist ein Name, mit dem viele so die Teenie-Zeit mit mir verbinden und ich, I'm a man now. Ihr wart viel unterwegs, muss man ehrlich sagen. Reckless Pedestrians war meine irische Band. Und immer, wenn wir gespielt haben in einer kleinen, schönen, you know, irische Kneipen, da, wo man irgendwie so ein kleines Bierchen getrunken hat, und da wart ihr halt in jeder Stadt, auf jeder Stadtplatz, Riesenbühne und eine Kelly-Family. Und dann war immer links zur irische Kneipe und wir haben so die Aftershow immer gespielt, halt, für die Leute, die kamen. Okay. Und, aber wir haben wirklich gedacht, hey, was ist das für eine Maschine, die Kelly-Family? So, das ist crazy. Ich würde gerne eine deiner schönsten Erinnerungen hören als Paddy Kelly. Eine meiner schönsten Erinnerungen. Ich glaube, es war Pavarotti and Friends. Ja, ich durfte auf der Bühne mit Il Maestro sein, mit meinen Geschwistern und Eric Clapton war da, Elton John, Sheryl Crow, die waren alle da, alle backstage und wir wollten einen Song namens Calling Heaven spielen. Ja. Und Luciano Pavarotti hatte zu diesem Zeitpunkt eine Scheidung. Und die Presse war nur am Lauern und irgendwie am Gucken, ob er vielleicht das hohe C nicht trifft oder so. Ja? Okay. Und da gab es eine sehr lustige Situation. Ich war mit meinem jüngeren Bruder irgendwie am Soundcheck machen und Pavarotti war auf der Bühne. Und dann dreht er sich zu meinem Bruder und sagt, spiel, spiel. So, und dann fängt mein Bruder an zu spielen, macht ganz viel Krach. Und die Crew kommt und sagt, what are you doing, what are you doing? Und so, he told me to play, he told me to play. Und dann war die ganze Zeit ein Journalist penetrant mit einem Mikro an Luciano Pavarotti. Er sagt, I don't understand, I don't understand, I don't understand. Und dann kam endlich der Bodyguard, hat ihn weggeschafft. Ja, ja. Und dann dreht er sich zu uns rum und sagt, thanks guys. Ey, super Geschichte. Und backstage, ich meine, das war wirklich so. Also Eric Clapton war der King. Absolut. Klar. Der kommt rein mit Shorts, T-Shirt, total so. Lässig, ja. Den würdest du nicht erkennen, wenn du nicht wüsstest, dass es Eric Clapton ist. Der kam auf mich zu nach dem Sergeant und war so, hey, who are you guys? Und so, und ich würde unbedingt gerne mit euch Musik machen. Hier meine Nummer. Und hat mir seine... Nee, das stimmt Ray, nicht. Das ist eine Lüge. Das ist wahr, du Joe. Hast nicht die Nummer von Eric Clapton. Ich habe sie verloren. Michael Patrick Kelly! Ich habe sie you verloren. Had one job, man. You had one job. Da hat er dir schon mal die Nummer gehabt, da hat er die verloren. Ich ehrlich. Blöd, Mann, wirklich. Sorry, ich bin immer noch im Schock. Das war auf jeden Fall einer der Highlights als Paddy Kelly. Lass uns ein bisschen Musik spielen. Toll. Gerne. Ja. Lass uns ein bisschen Musik spielen, weil der Geschichte geht gar nicht. Also meine Geschichten übrigens sind viel besser. Schade, dass du so spät gekommen bist. Aber die ersten zwei, die ich hatte, die war einmalig, fand ich, Joe, oder? Richtig, richtig gut. Wie Nico Santos sagen würde, richtig gut. Lass mich raten, die Geschichte, die du auspackst, ist... Nee, ich kann das im Moment nicht toppen. Also Josephine hat einmal, das erste Mal, dass wir Bono kennengelernt haben. Hast du denn schon Bono getroffen? Nee, Bono nicht. Bruce Springsteen mehrmals begegnet und ja, das ist... Ich swear to God, das ist so unfair. Du hast Bruce Springsteen mehrmals begegnet? Ja, ich glaube, Rays Stimmung ist jetzt richtig Nee, ich bin okay, weil ich tatsächlich Bono sehr gut kenne und habe seine Nummer. Ah! Also, this song is from... The Boss. And it's called I'm on Fire. Wisst ihr was? Das könnt ihr jetzt ganz alleine genießen. Ich lasse euch mal. Okay. Oh. Okay. Take you high. Ooh.
times it's like someone took a knife, baby, itchy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night, I wake up with the sheets soaking wet and the freight train running through the middle of my head. And you cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Ich glaube, Bruce Springsteen hatte doch in Irland sein größtes Publikum aller Zeiten. Es ist tatsächlich so, dass die erste große Talkshow in Irland, das war Late Late Show, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals gemacht habe. Ja. Ja? Ich war mein allererstes... Ja, ist egal. Ich und Gay Burns und yeah. So. Ohne Scheiß. Ich bin südlich von Dublin geboren. Ja. Und 10 Tage nach meiner Geburt hatte ich meine erste TV-Show und das war The Late Late Show mit Gay Byrne. Nein. Meine Mutter hatte mich im Arm, die wollte mich nicht backstage irgendwie bei irgendwelchen Babysittern lassen, die sie nicht kannte. Ja. Und 17 Jahre später bin ich nochmal in dieser Show aufgetreten und Gay Byrne war immer noch am Start. Und ja, ja. So, wo ist das Baby von damals? Und so, ah, it was you. Crazy. Das war total crazy. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Klammer zu. Ja, ja, das ist okay. Die Geschichten sind ja. Gut. Ich war also übrigens auch zweimal bei der Late Show. Ich hatte noch ein paar Name-Droppings am Start. Also, aber du willst auch... Stichwort Papst kenne ich auch. Oh, Papst? Dalai Lama. The Bar. Oh, that's a big one. Okay, wir sind quit. Also, The Late Late Show war halt so das erste große Talkshow in Irland. Und es ist eine wahre Geschichte, dass als sie die erstes Mal ausgestrahlt haben, in der ersten Pause hat jeder ihren, und das ist auch sein gutes Recht, beschlossen, eine Tasse Tee zu machen. Und die sind alle aufgestanden und haben einmal den Wasserkocher einfach eingemacht, ohne Shit, durch das ganze Land Stromausfall. Das war die erste Ergebnis dieser Talkshow. Wir haben dich gar nicht zum Trinken angeboten. Ja, echt. Aber wir haben eine ganz schlechte Gastgeber. Ja. Ne? Wir sind auf der Suche nach dem neuen Cocktail, der Yellow Jacket Signature Cocktail. Yeah. Und du musst uns helfen, den zu finden. Und zwar haben wir hier so ein paar Sachen, die du erwürfeln sollst. Ach so. Und daraus entwickelt sich sozusagen ein Zufallscocktail, den du dann auch taufen darfst, quasi. Ja, krass, okay. Also wir haben schon ziemlich krasser Erfolg gehabt bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Die Erwartung ist echt bei dir sehr niedrig gelegt, weil die waren alle so gut. Die waren so super. Hey. Virgin oder richtig? Also mit Alkohol oder ohne? Also da gibt's die vier. Also ich würde es mit Alkohol empfehlen. Ja. Es macht die zweite Hälfte der Show umso spannender. Ich will nicht dieser Spannung erleben. Das ist gut. Okay, also erstens ist die Booze. Ui. Der spricht aber weit. Zwei, es ist Wodka, Leute. Wodka! Ey, endlich mal, endlich. Ey, ich weiß Wodka nicht, wie hatten wir noch nicht. Bernd freut sich jetzt besonders. Yeah. Habt ihr Wodka im Zug oder was? Eine Chance. Im Tourrider, kein Wodka für die Band. Nächste. Okay. Okay. Ginger Ale. Okay. Ginger Ale. Mhm. Ginger. Great, ich könnte jetzt so eine Drink-Firma aufmachen. So ja. Yeah. Ich bin halt hier sowas von der Profi. Ginger Ale ist so lustig. Ich habe mein ganzes Leben immer gedacht, das heißt eigentlich Ginger Ale. Ginger Ale? Ginger Ale. Ginger Ale. Ginger Ale. Weil der eine Part meiner Familie kommt ja aus Rumänien. Wir hatten Englisch nicht so. Und mein Opa hat super gern Ginger Ale getrunken. Yay.
und hat aber dazu schon immer Gingerel gesagt. Gingerel. Ja, und als ich dann irgendwann mal darauf gekommen bin, es ist Ginger Ale. Und dann konnte ich irgendwann mal Englisch und habe verstanden, was Ginger eigentlich ist. Das war eine richtige Erleuchtung. Es geht um Ingwer. Ja. Vor ein paar Jahren war ich in so einem italienischen Restaurant und der Kellner kommt und sagt, bist du Michael Petrocelli? Michael Petrocelli. Ginger Michael Ale. Petrocelli. Michael Petrocelli hätte gerne eine Ginger Ale, bitte. What do you got? Geil. Vier ist Lime Syrup. Endlich mal Lime Syrup. It's a fun game. Okay. Limette, ich nehme es an, das ist das hier. Sollte man nicht zu viel. Vorsicht, nicht so viel. Nee, absolut. Ray, das ist wirklich das Zucker mit Zucker und Zucker und Zucker, Zucker. Ah, aber können wir gleich nochmal über die Dosis würfeln? So. No. Bei Ray ist bei Drinks mehr ist mehr. Die fünf. Mint. Oh, wow. Sounds good. Yeah, you nailed it, man. Ich wäre ready zu probieren. Ich habe ein bisschen Angst vor dem vielen Sirup da drin. Ich finde, der Verhältnis wird auf jeden Fall zum Wodka sehr gut passen. Das sieht echt ganz gut aus. Das sieht fast so profimäßig aus, als wäre es so ausgedacht. Mit 13 habe ich in der Kneipe gearbeitet. Da war er professioneller Schirmchenaufsteller. Also Schirmchenaufsteller. In Irland regnet es zu viel, da baut man es nicht. Ray and Joe and the band, this one's to you. Thank you for having me. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Danke, dass ihr mich auch schon öfters eingeladen habt. Ja. Dass es endlich jetzt auch vom Datum gepasst hat. Ich habe deine Nummer leider vergessen und verloren. Ja. Kannst du mir auch ein bisschen Eis geben oder muss ich dafür singen? Nein. Gottes Willen. Ich kriege hier und Schirmchen und so und Minze? Schirmchen. Also, verstehst du? Guck mal. Guck dir das mal an. Immer nur. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, siehst du, also lautes Drinks viel zu lange. Aber trink schnell, dann geht's. Ey, was mit der grünen Minze hier? Ah ja, Entschuldigung. Paare, die sich lieben, dürfen alles sagen. Ja, absolut. Sogar vor laufender Kamera. Guck mal, mit Liebe hat er sich so einen Minzbutter hier. Ja, aber bitte. Guys, ich meine, die ganze Vorbereitung auf die Minze. Die Minze-Vorbereitung ist ein bisschen schwach. Aber ich finde, der Rest ist super. Wir ertränken die Minze. Slanche. Mmh. Wodka ist auch genug drin. Das schmeckt furchtbar. Das ist echt nicht. It's a bit like a Russian Irish. Es erinnert mich an diese ganz lustigen Bars, wo man hingeht und einfach lustige Dinge singt. Also du musst jetzt irgendwie so dir überlegen, halt einen Namen für dieses schöne Getränk. Und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Karaoke-Quatsch. Oh no. Also Kamikaze Karaoke. Yes. Was ehrlich? Was war denn da jetzt noch mal alles drin? Wir hatten Wodka, wir hatten Ginger Ale. Ja. Also ich fühle das jetzt gerade. Ich finde es, ganz ehrlich gesagt, ich habe Schiss, weil jetzt, egal was ich jetzt rede, Kamikaze Karaoke ist echt meine Schwachpunkte in dieser Show. Ray entertaint uns jetzt mal kurz. Sehr gut. So, wir haben einen Prompter, weil natürlich kenne ich das Lied nicht und dass ich eine Chance habe. You wanna know what I chose? No. Nein, das kriegt er erst mit, wenn der erste Takt gespielt wird. Ach so, so läuft das. Ja. Ich dachte, ich darf jetzt was ankündigen. Wir entspannen uns bei unserem kleinen Cocktail. That's why we drink the vodka first and then we sing. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Okay. Let's do this. Speaking of Eric Clapton. Mama, take this bad job from me, 'cause I can't use it anymore. No. It's getting too dark, too dark to see. Oh yeah. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, 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 knock
put those guns in the ground, she'd say. 'Cause I can't shoot them anymore. Oh no, oh no, oh no, oh, oh, oh. See, this long black cloud is coming down, 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 down. Oh, feels like I'm knocking on heaven's door. Come on, come on, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking, I'm knocking, I'm knock, 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 knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh yeah, oh yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Thank you, thank you. That was my best one yet. Nice. Yes. That was definitely my best one yet. Because I kind of know it. Because I kind of know it. Ja, ich würde mal sagen, nächste Platte, Reggae. Reggae, Mann. What's going on, man? Kill me there. God bless. God bless, man. Jetzt habe ich auch einen Namen für das Cocktail. Oh, yeah. Na, bin ich gespannt. Bombastic. Bombastic. Mit der Bombastic. From Bombastic. Mr. Fantastic. Bombastic. Bombastic. I love it. It's nice one, Ray. Thank you. Great drink. Also wenn es mit Cocktails machen nichts mehr wird, kannst du Reggae-Musik machen. Dann ich fand das jetzt gerade irgendwie. Cool. Ich finde, der Trick ist erstmal die Cocktails zu verteilen und dann zu singen. Stimmt. Also, yeah, whatever, sing whatever. Everything sounds good after everything the sounds good after that. Oh, wir haben zwei richtig scheiße Cocktails gehabt. Oh ja, aber so richtig. Oh. So die richtig. Waren so wirklich die Zähne irgendwie so. Und versuchst halt jemand zu sagen, halt, nee, das ist richtig gut. So. Aber wir hatten auch so zwei, drei richtig guten auch. Ja, so. Ja. Also wir werden das ja auch so machen, dass wir sozusagen die Leute draußen können dann am Ende der Staffel entscheiden, wer der Cocktailkönig ist. Ganz klar, es ist. Bombastik. Klar. Das siehst du an der Theke, wenn Leute da sind. Zwei Guinness, ein Gin Tonic und ein Bombastik. Hey, allein der Name wird das Ding verkaufen. Bitte. Aber wirklich, ohne Scherz, wenn man mir so einen Cocktail in die Hand geben würde, ich würde denken, ja, das hat sich ein Profi ausgedacht. So. Der Weg zu die Wahrheit ist wirklich irgendwie so... Alkohol? Ich glaube, ich ende meine Sätze nicht mehr, weil ich finde seine Antworten besser. The way to truth is alcohol. Way. Also ich will jetzt nicht das Alkohol trinken promoten, aber ich finde, so manche Wahrheiten kommen über Alkohol eher auf den Tisch als nicht. Hast du jemals was gesagt? Also das hat jeder. Hast du irgendwas Blödes mal in deinem Leben gesagt? Auf Alkohol vielleicht? Nee, ich wollte sagen, du kennst irgendwie so manche Dinge, hast du gesagt, hast du richtig bereut. Ich habe sogar ein Lied darüber geschrieben, das heißt Sorry Days, weil ich habe früher, ich habe irgendwie so den nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich musste halt so mit meinem Kleingeld dann zum Telefon halt damals, als die Telefon an der Wand fest war, ne, kannst du nicht mitnehmen. Und dann hast du halt, damals. Also da habe ich mein Geld ausgegeben, um Leute anzurufen mit. Das war immer erstmal diese vorsichtige, ich weiß, du warst da und ich guck halt, wie das Abendsende ging. Hey, hi, ja. Nee, ich bin sicher nach Hause gekommen, war alles gut. Und wie war das denn am Ende? So. Ehrlich? Nein. Nein, habe ich das gesagt? Und dann habe ich das aufgelistet und dann habe ich mehr Kleingeld holen müssen, hey, das tut mir echt leid. Ja, ehrlich, ich weiß nicht, das kam irgendwie. Sorry, zwei, drei Leute anrufen und einfach, und dann habe ich das einen Namen gegeben, Sorry Days. Das war der Tag danach. Oh. Wo ich immer so, I'm so sorry, I'm so... Weil ich kann mich entschuldigen, wenn ich falsch bin. Okay. Kommt sehr selten vor, deswegen habe ich nicht geübt. Aber, aber beim Alkohol, da muss ich mir schon ein paar Mal wirklich einfach aufrecht stehen und sagen, es tut mir echt leid. Ich kann mich an irgendeinen Auftritt in Hamburg oder ich weiß nicht, irgendwo erinnern, wo ich am Ende das letzte Zugabe so...
Vielen Dank, Hannover, bis nächstes Jahr. Weißt du, so, wow, wir sind in Hamburg. voll peinlich. Das hattest du doch auch mal. Ich dachte, ich war in Franken, aber wir waren in Oberpfalz. Und da habe ich gesagt, hallo, Franken. Und wir waren, so, kennst du, wenn ein, es kam nicht, ja, so, das war eher so, ja. Yeah. Und ich habe mich dann entschuldigt. Ich komme aus dem Dorf, ne? Also ich weiß, wie es ist, wenn ein Dorf nebenan, irgendwie so ist das dein Gegner einfach. Ja, klar. Und es ist im Fußball, es ist in aller Art von Sport. Sollte die Schulen, nicht so sein, Leute, sollte nicht so sein. Nicht, ist aber dein, so. Nicht das nächste Dorf ist nicht dein Gegner. Es ist nicht dein Gegner, es ist dein Freund. Ist aber so. Also das und in Oberpfalz waren die so entsetzt. Und weißt du was, es war meine Schuld. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, ich habe es verkackt. Ich war auch nicht gut in Erdkunde. Es tut mir echt leid. Heute habe ich es gelernt. Und heute singen wir halt mit Oberpfalz. Und dann war, war alles wieder gut. Aber da habe ich gelernt. Wie hast du es denn gerettet? Es war die letzte Zugabe. Ach so, tschüss. Tschüss, dann nach Hause und die ganze Zeit so, das war komisch. Sehr, sehr peinlich. Und seitdem war man immer so auf die Setliste so, we are in Hannover. Braunschweig, Berlin. Okay, hab verstanden. Bombastic. Sag mal, sollen wir noch ein Lied spielen? Ja, voll gerne. Ja, gern. Vielleicht irgendwas Irisches? Ja, ich, Moment, ich guck durch mein Telefonbuch. Ich glaube, ich kenne jemand. Hast du vielleicht auch, kannst du einen Song spielen von jemandem, wo du die Telefonnummer hast? Ja, natürlich. Aber erzähl mal jetzt die Bono-Geschichte. Das war eine wahre Geschichte. Als ich Bono erstmal kennengelernt habe, hat er sich wenig für mich interessiert und mehr für Josephine interessiert. Oh, und als ich zurückkam, nach ich ihm das erste Mal begegnet habe, und ich meine, der ist echt ein Held für mich, immer noch. Aber ich kam halt zurück und ich dachte, es war ziemlich cool, unsere erste Begegnung. Aber kam ich halt zurück und saß Josephine mit Bono und Michael Mittermeier, beide oben ohne. Und Joe. Und ich war halt, okay. So, hey guys, hi! So, ich bin dann, auch was wert! Und dann hat Bono gesagt, ich kann auch Topless! Und dann hat Bono gesagt, wieso, daher hat Josephine ihren irischen Akzent. Weil wir sind zu Englisch spricht, dann hat sie ein bisschen irischen Akzent. Es war, also, ja, also ich kann nur sagen, halt, wahrscheinlich würde er sich mehr an Josephine erinnern als ich. Oder die Brustwarze von Michael Mittermeier. Ah, die war ziemlich auch sehr, sehr, ja, sehr beeindruckend. Okay, we're gonna play a song from U2, one of the best bands in the world, coming from the small island where we were born. And this is called I Still Haven't Found What I'm Looking For. Still haven't found what
into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the walls and you lose the chains. Carry the cross of my shame, of my shame. Es ist eine Band, die mich sehr begleitet hat. Und nicht, weil ich wie U2 klingen wollte. Ich finde, das ist immer das Ziel als Musiker, so deine eigentliche Unterschrift, dein eigenes Signature zu haben. This is me. Yeah. Wir haben einen zweiten Gast heute. Richtig. Oh. Richtig. Mhm. Sie ist auch schon seit ganz, ganz jungen Jahren unterwegs. Sie ist auch gar nicht so alt, aber hat auch gefühlt so viel erlebt wie manch anderer in einem ganzen Leben. Nice. Und ich würde mal sagen, wir holen sie rein mit dem Hero Song. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. Now I can't sleep until I feel your touch in me. And I said, ooh, drowning in the night. When I'm like this, you're the one I trust in me. Hey! Nächste Woche. Bye bye. Ach so, okay. Darf ich vorbeikommen? Es war gerade so spannend. And if your heart stops beating, or you can't give up, love makes you shine. Shine, shine, shine. Love makes you shine.